Na, richtig. Day of the Tentacle. Es geht jetzt endlich weiter. Ich freue mich sehr. Warte mal, wir machen mal hier kurz den. So. Nicht neues Spiel, wo ist Laden? Da. 34%, 2 Stunden 34. Ah ja, genau, hier war ich stehen geblieben. Wir müssen Laverne. Was müssen wir denn eigentlich? Wir sind ja schon raus. Wir sind schon in der Zukunft, wie es aussieht. Wir sind befreit, wir sind im Haus. Wir können erstmal hier mit denen reden. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Ist deine Hand naturblau? Worauf wartet ihr, Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn dein Besitzer dich teilnehmen lassen will, brauchst du noch ein Namensschild. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Das ist ja alles sehr weird. Harold? Die beiden scheinen sich über etwas zu freuen. Hi. Okay, mit denen kann man nicht reden. Hi. Lächelnde Leute. Nur mit Harold kann man reden, okay. Diese 400 Jahre alte Uhr ist ein witziges Beispiel primitiver menschlicher Zeitmessung. Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bring dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte ein Tentakelkostüm oder sowas, aber ich kann nicht mal nähen. Okay, das ist ja ein geiler Hinweis. Warte. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Ist das vielleicht das Schema? Okay, pass auf, das geben wir Hoagie. Ich komme von hier nicht zum Chrono John. Ach ja. Warte. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Nee, doch. Oh, oder? Na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Okay. Hat er es jetzt? Ja. So, jetzt gehen wir. Die Sprachausgabe ist immer noch nicht wirklich geil. Also es ist natürlich geil, dass es deutsche Sprachausgabe gibt, aber da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren, das muss man schon sagen. Es wirkt auch so, als ob die das Spiel nicht gesehen haben, als sie synchronisiert haben, sondern wahrscheinlich, manchmal wirkt es, als wussten sie gar nicht, was sie synchronisieren, einfach nur den Text gekriegt haben. Wo wollte ich denn hin? Ach ja, ich weiß. Wir wollen zur Schneiderin. Falsch. Also hier. Ja. Und jetzt benutze Tentakelschema mit. Aha. Sehr gut. Jetzt müssen wir aufs Dach.
Hä, warte mal. Ach so, das ist in der Zukunft jetzt. Ich bin ja dumm. Das ist ja gar nicht bei ihm. Das ist ja... So. Wir gehen hier. Die Flagge. Das raff ich jetzt nicht. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Hä? Hier gehört normalerweise ein Hebel rein, der eine Kreisbewegung zu... Ich check's grad nicht. Wie fucking nochmal, welches Haus war das? Was, bei ihr? Aber das macht doch keinen Sinn. Sie braucht's doch um... Warte mal. Jetzt bin ich komplett... Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Okay, wir müssen, glaube ich, nochmal... Mr. Tentacle Guy. Was? Mir ist schlecht. Schon wieder? So ging das. So, dann gehen wir hier raus. Da kann ich nicht lang. Okay, dann müssen wir hier rein. Aha, es war doch bei ihr. Scheiße, okay. Ist aber weit in die Zukunft gegangen. So. Nimm. Da komme ich so nicht dran. Ah, okay. Nimm Kurbel. Kurbel Laverne. Sie hat es nicht geholt. Ich hoffe, ihr geht's gut. Oh, ich dreh durch. So funktioniert's nicht. Oh. Halt! Wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein! Okay, jetzt hab ich's. Wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. So. Juhu! Mr. Tentacle Guy! Was? Ich muss mal für kleine Tentakel... Ich wollte es abkürzen. Oh, na... Na gut. Okay, lass uns Gasse gehen. Gut, so. Menschlein, erledige dein Geschäft. Man kann nur hier sich Gegenstände zuschicken, weil sie nur hier Zugang zur Zeittoilette hat. Zeittoilette. So, er gibt Kurbel an sie. Weißt du was, ich gebe mir gleich ein paar Sachen. Ich glaube nicht, dass das ins Chronojohn geht. Wer weiß. Er hat eh kaum noch Sachen. Egal. So. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? So, jetzt machen wir mir es schlecht. Mir ist schlecht. Schon wieder?
Hier. So, das müsste doch jetzt klappen. Also, können wir einfach hier dran machen. Aha. So. Eine Größe für alles. Sieht aus, als würden sie eine Art Show vorbereiten oder so. Sieht aus, als würden sie eine Art Show vorbereiten oder so. Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf den Flur. Keine Chance, das zu öffnen. So. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll. Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Guck mal, Leute. Bin ich bescheuert? Nein, oder? Hier steht Belief, oder? B-E-L-I-E-V. Belief. Kann das sein? Sind 3 Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Garen. Ah, der Hamster. Garen, auftauen. Recyclingmaschine. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Sie recyceln den Müll. Nee, das könnte ich noch brauchen. Nee, das könnte ich noch brauchen. Sie recyceln den Müll. Okay. Geh zu Loch. Da steht Öffner. Nimm das. Nimm das. Hä? Spezies hier entnehmen. Da steht Medulla-Rechteck. Das Schild ist schwer zu lesen, aber ich denke, da steht was von einem Affen. Hm. Der Raum hat sich ja gar nicht verändert in all der Zeit. Die ist ziemlich kaputt. Da ist ein Pullover drin. Nicht meine Größe. Deshalb nimmst du ihn jetzt nicht mit, oder was? Hä? Da ist ein Pullover drin. Benutze Plastik. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Das macht keinen Sinn. Wieso nicht? Dann schrumpft er und dann passt er. Das macht total Sinn. Okay, der Trockner. Was bringt der Trockner? Haben wir was für den Trockner? Das hier vielleicht. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Okay. Tippex, Bürste, Spaghetti. Das
Seifenauge, Zaubertinte. Drücke Trockner. Nimm das. Okay. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbaby dich an einen Ort wie diesen? Nicht wieder. Erkennst du mich nicht? Nein, ich... Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Ich bin, hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar, ungehorsam, ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha, ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ich hab mich verlaufen. Ihr trinkt doch nach dem Onanieren noch kaltes Wasser. Hey, ich hab keine Lust, hier zu sein. Ah, warte, ich muss noch einmal kurz was gucken. Nee. Ist hier noch was? Aha. Benutze Schalter. Geh da weg, das ist mein Job. Okay. Ritter der Kokosnuss ist natürlich richtig, Samstar Redclaw. Ich kann da nicht näher ran. Hä? Katze? Ich denke, sie kratzt sich den Rücken am Zaun. Okay, warte. Benutze Gabel mit Katze. Ich kann da nicht näher ran. Was für ein schlechter Anstrich. Benutze rote Farbe. Weiß gefällt mir besser. Benutze Zaubertinte mit Zaun. Zu langweilig. Hä? Benutze Tippex mit Zaun. Aha! Das sollte klappen. Okay. Ich hoffe, die Farbe ist bleifrei. Was mache ich jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Nimm Katze. Da oben komme ich nicht dran. Ja. Rede? Das ist Quatsch, ne? Kann man gar nicht machen. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nee, da könnte man eigentlich noch mal einen Fan Voice-Over aufnehmen, oder? Sie könnten verkleidet sein.
Ist eigentlich voll die Ehre für die Leute, sich in so einem Spiel zu verewigen. Und dann ist es teilweise... Also ich mache den Leuten keinen Vorwurf, wahrscheinlich war das damals so und die Ansagen waren wahrscheinlich auch nicht gut so von der Regie und keine Ahnung. Aber das kann man besser machen. Das klingt so teilweise so richtig unmotiviert. Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1, dem allmächtigen Alten, dem großen Vater Purpur-Tentakel, niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte. Ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! Ihr habt den Mann gehört. Lauft! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Hey, blödes Tentakel! Aha. Ich kann nicht. Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. So. Jetzt haben wir den Hamster. Er ist steif gefroren. Sieht bequem aus. Kenne ich nicht. Kerzenständer. Dekorativ. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Kriegen wir das mit der Gabel? Das macht keinen Sinn. Nee. Das? Besser nicht. Geht nicht, mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Es ist eine alte Dose. Die Zeitkapsel. Da steht ein Schild. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Das kann ich nicht nehmen. Vielleicht kann ich es öffnen. Mit dem Dosenöffner, ne? Das macht Sinn. Nimm Essig. Jetzt haben wir Essig. Wofür brauchte ich nochmal Essig? War das nicht für Hoagie? Keine Chance, es ist ziemlich am Qualmen. Der Einzige, der nicht wieder durch den Kamin durchgeht, ist auch schon wieder die Maus. Wie kriegt man nochmal... Irgendwas muss man hier, das ist auch auffällig, mit dem muss man auch irgendwas machen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe Besseres zu tun. Ich will nicht. Dann fehlt noch Gold, ne? Nutze Essig mit Red Edison. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Hey! Was gibt's diesmal? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Etwas Gold tut Not. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Okay. So, Essig haben wir. Das haben wir gut gemacht. Das habe ich ja schon gelesen. Damit hat die Zeitkapsel auf jeden Fall ihr Soll erfüllt. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Weiß nicht, ob man den Kerzenständer tatsächlich braucht. Es ist sonnig draußen.
Ich glaube nicht, dass ich das öffnen kann. Funky. Verlängerungsschnur. Mumie. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Ich meine, wo du schon nicht antwortest? Eigentlich mag ich ja diese Typen. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Dieses ganze Weiß hat es mir angetan. Ich sollte jetzt gehen. Das ist der Typ aus der hawaiischen Polizistenshow. Bequem. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich versuche, die Welt zu retten. Klassisch. Sieht zu schwer aus. Die kann man bestimmt nehmen, die Rollschuhe. Damit habe ich mich fast schon mal umgebracht. Cool. Keine Chance, das ist gefährlich. Ziehe Verlängerungsschnur. Ach, so geht's auch. Benutze Verlängerungsschnur. Sie ist schön, lang und stabil. Okay. Die müssen wir bestimmt Hoagie geben, damit er irgendwie das an Ben Franklin gibt, oder? Würde ich jetzt mal tippen. Irgendwie so. Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Ich habe bemerkt, dass du schimpfst. Ich schimpfe nicht. Ich denke laut. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpurtentakel, der berühmte Welteroberer. Bist du das gleiche Purpurtentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Wie gut kanntest du eigentlich Dr. Fred? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Das ist der Geist, that's the spirit. Hey! Okay. Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt. Wie kann er bloß so frei schweben? Immerhin hat er die Antarktis noch nicht erobert. Nimm Eroberungspläne. Ich fass besser nichts an, solange mich dieser Nikolaus dort hinten beobachtet. Wenn ich den kalt mache, schmeißen sie mich zurück in den Knast. Was können wir hier machen? Was gibt's? Du störst meine Konzentration. Ich glaube noch nichts, oder? Ah! Hallo. Hä? Ach, du bist es. Entschuldige bitte, aber ich bin sehr beschäftigt. Also lass mich bitte alleine. Okay. Ja gut, gehen wir erstmal wieder raus. Wir haben ja noch ein bisschen hier zum Erforschen. Geh zu Treppen. Achso, da kommen wir her. Dann...
ist nix. Daran erinnere ich mich echt überhaupt nicht. Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Essen für zwei. Oh. Geht nicht, das ist hinter Glas. Das ist hinter Glas. Mach doch das Glas kaputt. Aber wie? Oh. Okay, wir brauchen safe diesen Essensgutschein. Wie kriegen wir das Glas kaputt? Das können wir nicht rüberschicken. Vielleicht hiermit. Auf keinen Fall. Das lasse ich besser so, wie es ist. Geht nicht. Das ist hinter Glas. Okay, wir können das Glas selber können wir auch gar nicht anklicken. Sind wir so weit gegangen für diesen Essensgutschein? Interessant. Zu langweilig. Zu langweilig. Das gibt auch gar keinen Sinn. Geht nicht, das ist hinter Glas. Ich würde ihn lieber nicht schmutzig machen. Macht sie einfach gar nichts. Ja gut, das ist Quatsch. Hier geht's nicht weiter. Wie es aussieht. Da ist auch ist nix. Dann gehen wir erstmal. Was war das? Okay. Besser nicht. Besser, du glaubst das. Da ist der Knast. Was steht hier? Interessant. Kann es jemand lesen? Ich kann es nicht lesen. Aber da muss irgendwas stehen. Lizenziert zur Behandlung von Ten. Das sollte ich nicht machen. Er hat eine Menge Geld dafür bezahlt. Oh, ich habe genug davon zu Hause. Okay, hier geht's nicht weiter. So. Jetzt benutze Hamster in Mikrowelle. Ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Oh nein, er platzt gleich. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Okay, wir haben einen Hamster. Er sieht immer noch unterkühlt aus.
Können wir dem jetzt das Schild anhängen? Benutze Namensschild mit... Ich möchte es nicht verschwenden. Was machen wir mit einem nassen Hamster jetzt? Was machen wir mit Recycling? Nee, das könnte ich noch brauchen. Mann, ich stehe echt auf dem Schlauch, ey. Navajo, glaube ich. Da stecke ich nichts rein. Das macht Sinn, er ist ja nass. Nein. Was? Oh, damit hätte ich jetzt safe gerechnet, dass das geht. Warte. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Jesus. Klemmt? Klemmt. Beschäftigte Sie? Nun, ich hasse es, das zu sagen, Sir, aber es gab da Ärger mit einem Menschen. Ärger? Was für eine Art Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde, aber ich habe da etwas an dem Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Erzählt schon. Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Ich weiß, was du meinst, Sohn. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig. Bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe den Miniaturisator erfunden. Den was? Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Also richtig komme ich hier in der Zukunft gerade nicht weiter. Katze weiß ich auch nicht, wie man sie kriegt. Ah, warte mal. Das war glaube ich schon mal richtig. Benutze Verlängerungsschnur. Fenster. Das war schon mal gut. Das war schon mal gut. Aber wir kommen nicht durchs Fenster rein, ne? Da müssen wir durch die Uhr und die Uhr wird bewacht von dem Tentakel und das Tentakel kriegen wir nur weg mit dem Ich würde ihn lieber nicht schmutzig machen. Hm.
Hamster mit Katze. Nein. Alles schon Verzweiflung. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! Okay, das heißt, wir müssen die Menschen hier aus dem Ding befreien. Dafür müssen wir das Licht ausmachen, dafür müssen wir den Typen da rauskriegen. Wie geht's, der Tentakeltyp? Oh, so wie immer. Ich hasse meinen Job. Mir ist langweilig, etc. Ich suche nach einem Tier. Ich sagte doch schon, du würdest sie nicht haben wollen. Und ich will kein Haustier sein. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Hä, du kannst doch mit ihm reden, ohne dahin zu gehen. Jesus. Okay. Ey, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Ich hänge richtig. Das haben wir gemacht. Hui, schon fast voll. Entschuldigung. Ja? Ich hau jetzt ab. Yo, Tom. Thomas. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Bis morgen haben wir die 9800 Verbesserungen fertig. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Bis später. Was? Was passiert später? Hallo. Hallo. Ich muss gehen. Tschüss. Irgendwie müssen wir Rauchdetektor benutzen. Seifenlauge mit Kamin. Ich will nicht. Benutze Decke. Ich habe Besseres zu tun. Haben wir irgendwelche Items? Das haben wir auch schon gemacht. Ey, wo geht's denn jetzt weiter, Mann? Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Das verdammte Pferd, das regt mich so auf. Hi. Du schon wieder. Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Das Pferd weicht seine Zähne hier ein. Ich hab echt auch schon... Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Mann, leck mich.
So, das haben wir hier auch schon gemacht. Das ist auch noch das Rätsel, das weiß ich auch nicht. Die Statue, die dann bei Bernard erscheint in der Welt. Wie kriegen wir die Katze? Sehr spartanisch. Sehr spartanisch. Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Wohin damit? Schließe Falltür. Katzen stehen auf sowas. Ja, deshalb will ich sie auch haben. Hoppla. Die braucht was anderes zum Spielen, ja? Aber was? Was geben wir stattdessen zum Spielen? Hey, das ist kein Spielzeug. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe Besseres zu tun. For fuck's sake. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Kein Etikett, wahrscheinlich unbespielt. Ich will nicht. Ich will nicht. Gabel. Ich habe halt auch kaum Items, ehrlich gesagt. Katze. Jetzt wird's albern. Drücke Katze. Hoppla. Ziehe Katze. Hoppla. Rede? Nimm. Hoppla. Jetzt hänge ich hier aber wirklich. Warte mal, wenn wir den Kamin verstopfen. Aber wie? Ich will nicht. Mit der Decke. Benutze Decke, Kamin. Aha! Fire! Okay, wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Nehmen wir die jetzt wieder? Nee, die könnte sich entzünden. Das macht zwar keinen Sinn, aber okay. Aber das war auf jeden Fall Progress in irgendeiner Form. Jetzt können wir da runter. Was bringt uns das jetzt? Ganz einfach. Wir nehmen die goldene Feder. Perfekt. Gestohlen vom Schreibtisch George Washingtons. Oh oh. Sieht ziemlich sauber hier drin aus.
Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später. Okay, aber jetzt haben wir doch... Reicht das schon oder muss ich es erst recyceln? Ich schätze mal... War denn das? Nein, falsch. Nicht zwinge. Digga, wo war denn das jetzt? Da. Nee, das könnte ich noch brauchen. Verdammt. Das macht keinen Sinn. Okay, vielleicht muss man... Muss man das gar nicht machen. Vielleicht kann man es einfach so machen. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Komplizierter gedacht als nötig. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Das ist eine schöne Anspielung. Maniac Mansion 1. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Hey. Was gibt's diesmal? Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Okay, aber wo ist jetzt das Ding? Ist das? Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt. Sie gehört mir, mir, mir. Die Poweranzeige steht auf Null. Das ist, glaube ich, das Ding, ne? So. Und diese Batterie kriegt jetzt nochmal wer? Sie gehört mir, mir, mir. Die Poweranzeige steht auf Null. Ah, sie ist noch leer, okay. Das heißt, müssen wir jetzt benutze Batterie mit... Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Sicher, warum nicht? Prächtig. Benutze Batterie mit... Jetzt! Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie.
Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Gibt es eine Erfindung namens Hoagie? Laut Anzeige ist sie aufgeladen. Okay, wir haben eine aufgeladene Batterie. Ich weiß nur nicht. Das Sandwich? Hoagie? Okay. Purpur-Tentakel, Mann des Jahres. Tentakel besucht Weißes Haus. So, jetzt lass mich mal ganz scharf überlegen. Nee, da wollte ich ja gar nicht rein. Aber obwohl, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Hamstergenerator. Aha. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Ich will nicht ausgesperrt werden. Außer Betrieb. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ja, ja. Mann, ey, schon wieder. Das ist immer so bei Adventures. Progress auf dem Schlauch. Progress auf dem Schlauch. Ach ja, wir müssen den bestellen. Dafür brauchen wir Geld auf dem Sparbuch. Das heißt, damit der... Wie kriegt man Geld aufs Sparbuch? Über den Tresor wahrscheinlich, ne? Und der Tresor... Dafür müssen wir die Alte aus dem Videoüberwachungsraum kriegen. Das ist zu schwer für mich alleine. Ja, ja. Hab ich noch irgendein... Oh oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Hey! Was gibt's, Bernard? Nicht viel. Immer noch dabei, die Welt zu retten. Ach so! Na, viel Glück dann. Hamster? Müssen wir sonst noch was mit ihm machen? Pony Express Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber wir haben einen ideellen Wert für mich. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. So, das raff ich halt nicht. Hier ist die Stadt. Verrückt. Sieht ziemlich schwer aus. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Mist. Entschuldigung. Hallo, Wuschel. Yippie!
Nichts für ungut. Was machen wir mit ihr? Ich raff's nicht. Wie kriegen wir sie? Ich glaub nicht, dass das ins Chrono John geht. Echt nicht drauf. Ich benutze Spaghetti. Ich hab sowas mal gesehen, als ich ein Kind war. Trichter. Manchmal esse ich sie roh. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Hey, das ist kein Spielzeug. Ich will nicht. Ich will nicht. Hey, das ist kein Spielzeug. Ja, ja, ist ja gut jetzt. Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich war wohl mal kurz eingenickt. Aha. Aus völliger Verzweiflung habe ich hier doch gerade was richtig gemacht. Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich war wohl mal kurz eingenickt. Geh da weg! Besser nicht. Okay, aber Moment. Da reagiert sie auf jeden Fall drauf. Aber warum? Sie schläft fast ein, wenn sie dieses Buch hört. Inwiefern hilft mir das weiter? Warte mal, sie beobachtet hier. Warte mal, vielleicht muss ich... Muss ich das woanders benutzen? Absolut gar nichts. Wie sagt man so schön, wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Habe ich im Chat gelesen. Hört auf mit Backseat Gaming. Aber ich sag ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Leben noch ausprobiert hätte. Insofern, ich war jetzt irgendwie auf diesem Buch hängen geblieben. Hättest du die Statue nicht geändert, dann hätte sie sich festhalten können. Ach, guck. Okay. Ey, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich dachte jetzt, dass irgendwas... Weil sie hat ja auch auf dieses Textbuch reagiert. Ich dachte irgendwie, es ist was... Es ist was damit, aber gut. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. So, Al Bundy. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Was ist EPS? Das Band ist am Ende.
Das Band ist am Ende. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Okay, 57, aber hä? Was ist denn EPS? Das Band ist am Ende. Ach, Zeitlupe. 57, 101, 999, 57. Okay. Ein Rätsel im Rätsel. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte. Kommen Sie mit. Okay. Das müsste doch geklappt haben jetzt. Schon muss man die schubsen, ey. Manchmal sind so naheliegende Sachen, auf die man nicht kommt. So. Öffne. Safe. Mal sehen. 101, 999, 57. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Die Gruppe? Das raff ich überhaupt nicht. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Hä? Macht das vielleicht auf Deutsch keinen Sinn? Kann das sein? The party of the first part shall hereby be known as a crazed maniacal genius. The party of the first part shall hereby be known as a crazed maniacal genius. Marx Brothers in der Oper? The party of the first part shall hereby be known as a crazed maniacal genius. Aber was bringt mir das jetzt? Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Warte mal. Was ist das? Das ist nix. Hat man hier das die ganze Zeit, dieses Rätsel, aber was bringt mir das? Benutze Vertrag. Was mache ich mit dem Vertrag? Es kann doch eigentlich nur für die Präsidenten irgendwie was sein, oder? Gucken wir mal. Was passiert, wenn wir das hier reinmachen? Ich will nicht.
will nicht. Ich will nicht. Ja, okay, ist nichts. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, okay. Ich will nicht. Benutze Vertrag. Was ist, wenn wir das... Ja, nee, das ging nicht, ne? Ich will nicht. Boah, ey, da hätten sich aber noch mal zwei andere... Was ist, wenn wir das... Hier? Ich will nicht. Ich glaube nicht, dass das ohne Briefmarke klappt. Briefmarke? Warte mal. Kriegen wir hier irgendwo eine Briefmarke? Besser nicht. Besser nicht. Hey, fass meine Marken nicht an. Okay, wie kriege ich jetzt hier eine Briefmarke? Da müssen wir ihm wahrscheinlich irgendwas Geiles geben für. Ich dreh durch. Das ist genau das, was ich nicht machen wollte. Fass meine Marken nicht an. Wenn die Elemente NP komplett sind, kann der Krongo-Faktor ignoriert werden. Das ist so langweilig. Ich wäre beinahe eingeschlafen, obwohl ich Briefmarken sammle. Etwas Kaffee, Ed? Nein, ich trinke keinen Kaffee. Schon seit... Er macht mich kribbelig. Fass meine Marken nicht an. Lieber nicht, mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Aha. Toll, oder? Meine Pony Express Briefmarken. Du hast meine Pony Express Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... Aha! ...negativen Gefühle tun. Trial and Error. Sehr gut. Benutze Briefmarke mit Vertrag.
Vertrag an Hoagie. Hoagie, Vertrag in Briefkasten oder was? Das ist nicht gut. Er ist nicht unterschrieben. The fuck? Oh, Jesus. Er ist nicht unterschrieben. Sieht so aus, als ob die Tinte jetzt wieder weg ist. Rauf hier! Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. War das jetzt richtig, ihm das wiederzugeben? Oder hätte ich es behalten sollen? Okay. Die Feder zum Unterschreiben haben wir auch abgegeben. Was wohl mit Hamilton und Madison passiert ist? Ja, ich bin mir sicher, wir haben uns für Donnerstag verabredet. Ich denke mal, Madison ist bei der Frau, die die Kuchen backt, und Hamilton schlägt sich wahrscheinlich mal wieder irgendwo. Ich wette, die beiden tauchen später auf und beanspruchen alle Ideen für sich. Kann einer von den Dudes das unterschreiben? Ich will nicht. Ich will nicht. Nee, siehst du? Ich will nicht. Ich will nicht. Facco mio, ey. Ich will nicht. Wer kann noch unterschreiben? Der Boy hier unten? Ich will nicht. Ich will nicht. Weißt du schon, was das für ein Vertrag ist? Beziehungsweise, nee, ich habe ja den Vertrag mir 10-mal auf beiden Sprachen angehört. Ich raff den Vertrag nicht. Tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich, hier kann niemand den unterschreiben. Das Pferd? Ich will nicht. Besser nicht. Besser nicht. Ist halt auch, der andere ist halt auch nirgendwo, ne? Sie ist jetzt wieder an. Zu tun? Besser nicht. Ja. Hasel! Danke für den Raid! Danke für den Raid, Haselnuss. Kommt dran, kommt dran. Ich krieg hier gleich, mein Kopf explodiert bei Day of the Tentacle. Ewig nicht gespielt, ich hab fast alles wieder vergessen. Nur so Bruchstücke und komme auch gerade nicht weiter. Ihr seid herzlich eingeladen, hier ein bisschen mit zu rätseln. Aber ich, ich hänge gerade. Hasel, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr auch was Schönes gezockt?
Ach ja, bitte kein Backseat Gaming. An den hier erinnere ich mich auch nicht. Den muss man doch irgendwie punchen. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Oder? Ach so, nee. Man kann ihn punchen. So war das. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Das ist nicht die richtige Waffe dafür. Kann die Luft rauslassen. So war das. Es ist was? Nimm Lachkasten. Fable Dome. Hitman will ich auch demnächst mal wieder spielen. Hitman habe ich auch Bock, aber Fable Dome sagt mir überhaupt nichts. Fable Dome. Aber Hitman habe ich auch schon runtergeladen tatsächlich. Wollte ich auch demnächst mal wieder machen. Okay, wir haben einen Lachkasten. Unsere Stimme im Kasten. Wie bringt uns das irgendwas? Fable Dome. Ah, hier, Nikola macht's mir gerade aus. Fairy Tale World Fable Dome ist ein Laidback City Builder. Ach komm. Ist ja ganz cool. Ist das neu? 13. Mai. So ein bisschen Mittelalter City Skylines oder was? Das ist ja echt ganz cool. Hab ich noch gar nichts von gehört, aber klingt echt cool. Können wir mal reingucken. Fantasy City Bows. Fable Dome, echt noch gar nichts gehört. Okay, Usos Stimme im Kasten. Was bringt mir eine Lachstimme? Und wer unterschreibt den Ver... So, ist hier, habe ich hier irgendwas übersehen? Kaffeemaschine. Mikrowelle. Trockner. Ja, den Hamster können wir ja nicht zurückschicken zum Trocknen. Waschmaschine. Nutze nasskalte. Batterietrichter. Zigarrenanzünder. Zettelständer? Wo ist denn hier der Zettelständer? Sieht nach einem Informationsstand für Touristen aus. Wovon redet er? Ist das... Ach, das hier. Es ist nicht zum Mitnehmen da. Es geht nicht. Ein gartenbaulicher Albtraum. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Jesus Christ, Bernard, du regst mich richtig auf. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Gut, hier ist auch nichts. Was passiert, wenn wir hier klingeln? Ah, Moment, warte. Haben wir noch jemanden vergessen? Bei Bernard. Haben wir noch jemanden? Nee. Hey Leute, ich check es nicht. Thank you.
Ich will nicht. Ich bin schon so verzweifelt, dass ich das mit dem Pferd versuche. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Hey Leute. Ich hab alle Menschen durch. Ich hab doch alle Menschen durch. Es gibt doch keine mehr. Der Lachkasten, vielleicht klappt der mit der... Es ist zwar auch ein bisschen... Fast Stretch, aber vielleicht... Können wir mit dem Lachkasten die Katze vertreiben? Benutze Lachkasten mit Katze. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich dreh verdammt nochmal durch. Es ist irgendetwas komisches Rechtliches. Ist das jemand in der Zukunft? Nicht meine Größe. Okay. Wie lässt man den denn schrumpfen? Warum brauche ich das überhaupt? Er ist voll mit Seifenwasser. Ich hoffe, das Ding wurde nicht in den Toiletten benutzt. Es sieht fast echt aus. Bäh, schon gebraucht. Okay, warte mal. Also es muss doch eine von diesen drei Personen sein. Vielleicht muss ich einfach das im Dialog. Vielleicht geht das immer in den Dialog. Vielleicht nicht mit Kombination, sondern... Entschuldigung. Ja? Ist es kalt genug für dich? Kalt? Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Yo, Tom. Thomas. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Bis später. Was? Was passiert später?
Jupp. Bitte lass mich in Ruhe leiden. So, wer ist denn hier? Ah, warte. Hier gibt's noch einen Mensch. Das ist doch der Einzige, der noch da ist. Der muss es sein. Besser nicht. Jesus Christ. Besser nicht. Ja, wer... Chat, ihr... Die Lösung ist so offensichtlich. Es gibt niemanden! Kann ich das selber machen? Mit was? Ich dreh durch. Geschlossen. Geht nicht, das klemmt. Huch! Okay, the fuck? Hier war ich schon länger nicht mehr. Wieso sind die da gefesselt? Scheint ziemlich stark zu sein. Besser nicht. Besser nicht. Es scheint nicht aufzugehen. Lieber nicht, mein Pfadfinderleiter hat mich davor gewarnt. Jetzt werde ich aber gleich fuchsig hier. Wieso ist denn der da? Und jetzt kann ich das nicht aufschneiden oder was? Hey, das ist kein Spielzeug. Da sind ein paar Typen von der Steuerfahndung nebenan. Okay. Nicht, wenn die Steuertypen da sind. Vielleicht müssen wir von der anderen Seite kommen. Gehen wir mal von hier nach oben. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Nun, ihr Gewonnen-Verloren-Verhältnis ist 28% unter Normal. Trotzdem sind sie seit Mai um 3 Punkte gestiegen. Ich habe bemerkt, dass sie sich nach einem Flugball ganz gut machen, wenn der Werfer Linkshänder ist und eine grüne Mütze trägt. Hey, da kannst du nicht reingehen. Faszinierend. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Sandy. Ach ja. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Besser nicht. Sag mal, wann ist der Einsendeschluss für einen BFD-206-ZZ-Eliquin-Antrag? Spätestens um Mitternacht, nach dem 12. Arbeitstag, nach dem 1. Vollmond, nach dem Ende des Fiskaljahres. Helme Sauer? Mmm.
Warte mal. Ich meine mich an irgendwas zu erinnern. Musste man nicht die Mumie irgendwie hier aufs Dach ziehen oder irgendwie so mit dem Ding hier arbeiten? Oder was war das? Ich glaub nicht, dass das ins Chrono John geht. War das noch? Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Besser nicht. Besser nicht. Jesus Christ. Besser nicht. Ich dreh durch, Leute. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ach, leck mich doch am Arsch. Ziehe Seil. Fred? Schläft wohl noch. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Koffeinfreier hilft dir nicht. Ah, ich weiß. Machen wir den wach, oder? Keine Zeit für Scherze. Ich muss ihn hier rauskriegen. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Okay, warte, dann machen wir es anders. Seil mit Dr. Ich habe ihn gerade erst ausgewickelt. Seil mit Bett. Nö. Yep. Warte. Seil mit Flaschenzug. Warum? Besser nicht. Das ist ziemlich interessant. Ein rückläufiger doppelter Überläufer für fantastische Stärke. Oh oh. Hey, wo ist er hin? Ah, da bist du. Bleib einfach liegen und nimm es wie ein Mann. Oh oh. Hey. Wieder mal am Boden, was? Bleib einfach liegen und nimm es wie ein Mann. Da sind ein paar Typen von der Steuerfahndung nebenan. Okay. Aha, nee, warte. Doch, ich habe eine Idee. Wenn wir die Mumie rot anmalen, oder? So, warte mal. Geht das? Da haben wir die Farbe gar nicht mehr. Doch, die haben wir noch. Ha! Ted ist rot und Ted ist tot. Das kann ich nicht machen. Seil mit Cousin Ted.
So, jetzt gehen wir rein. Jetzt ziehen wir den hoch und tauschen den aus, ne? Irgendwie so. Nochmal den Weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Benutze Seil mit Dr. Fred. Oh oh. Hey. Was machst du hier unten? Versuch nichts Komisches. Gut, stabiles Ding. Hä, hey, was mach ich jetzt? Nimm Ted? Ich wüsste nicht, wohin mit ihm. Ziehe Ted? Ich wüsste nicht, wohin mit ihm. Naja, tausch die halt jetzt irgendwie aus. Wenn ich das Seil mit ihm benutze, kommt der rein. Benutze Tippex mit Dr. Fred? Da ist nicht mehr genug drin, um ihn anzumalen. Benutze Zauber. Zu langweilig. Ted mit Fred. Lol, okay. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? Okay. Benutze Seil mit Dr. Fred. Und jetzt? Ziehe Seil? Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred! Ich bringe ihn besser ins Labor. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Er ist bewusstlos. Ich glaube nicht, dass man sich im Moment mit ihm unterhalten kann. Jetzt benutzen wir Trichter mit Dr. Fred. Und Kaffee mit Trichter. Verdammt guter Kaffee! Stimmt, der war ja auch immer so kaffeesüchtig. So, und jetzt kann er unterschreiben. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine.
Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Diesen Scheißvertrag nicht unterschrieben, das gibt's doch nicht. Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich bestach Purpur-Tentakel ganz einfach. Wo hast du das Geld her? Ich benutzte einen deiner Schecks. Super! Morgen lasse ich ihn sperren. Exakt. Alles, was ich brauche, ist eine Unterschrift. Aha. Nun, viel Glück! Jetzt haben wir's. Und jetzt geben wir das Hogi, oder? Und Hogi packt's in den Briefkasten. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Okay, das war doch schon mal Progress. Weiß zwar noch nicht genau inwiefern, aber das war auf jeden Fall Progress. Freunde, 61% haben wir. Sehr gut, sehr gut. Ah, ich liebe es. Es ist so ein tolles Spiel. Und es ist irgendwie, ich finde, die Rätsel, auch wenn ich jetzt mal ein bisschen länger über das ein oder andere nachgedacht habe, irgendwie sind die dann doch größtenteils irgendwie logisch und man kann drauf kommen. Es ist nicht frustig. Und es macht so Spaß. Es macht wirklich großen Spaß. Ich finde es so schade, dass LucasArts solche Adventures nicht mehr fortsetzt. Und ja, ein dritter Maniac Mansion oder so. Wie geil wäre das einfach, wenn die ganzen Leute so. Vor allen Dingen, die sind doch auch im Vergleich zu diesen ganzen AAA-Spielen so viel günstiger herzustellen. Okay, ich weiß, natürlich verkauft man damit nicht so viel und so. Also, es wird wirtschaftlich wahrscheinlich keinen Sinn machen, aber. Ja, gute alte Zeit.